wahrscheinlich in der Wildnis aufgewachsen. Erfahrener Boxer. Wir sind gespannt, ob er in der Zwischenzeit seine Fußtechnik verbessert hat. Oder ob er genauso wie Ivanov den Schwerpunkt mehr auf das Boxen legen wird. Ja, beim Semikontakt sind natürlich jetzt die Fußtechniken wesentlich wichtiger, weil eben nur leicht getroffen wird und weil die Distanz größer ist. Und wenn ein guter Fußtechniker da ist, dann kann er die natürlich besser kontrollieren als zum Beispiel Fausttechniken. Es gab mal einen Vergleichskampf mit Schweizer Kämpfern, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr. Und da sind die Russen natürlich durch ihre enorme boxerische Herde aufgefallen und teilweise auch disqualifiziert worden. Semikontakt für die Schiedsrichter natürlich mit viel, viel Aufmerksamkeit verbunden. Es stehen auch jeweils zwei Schiedsrichter am Ringrand, einer in der Mitte, und die Punkte werden direkt vergeben. Ja, diese Fußfeger sind immer eine riskante Angelegenheit. In dem Fall sind sie nicht erlaubt, aber da sind die Regeln auch immer geändert worden. Ja, momentan flexibles Regelwerk. Ja, nicht unbedingt. Momentan sind es nur noch die ungefährlichen Feger, die erlaubt sind. Dort muss man halt mit der Fußsohle an die Ferse des Gegners kommen, um dann aus dem Gleichgewicht zu kommen. Ansonsten die Fußfeger, die aus der Drehung sind, die haben dann immer die Gefahr, dass sie dann ans Wadenbein oder ans Knie enden und dann natürlich erhebliche Verletzungen hervorrufen können. Sehr schöner Treffer gerade von Oliver Drexler. Der zurzeit nach Punkten führt in dieser ersten Runde. Ja, müsste glaube ich 3 Punkte vorne liegen. Ja, das war wieder ein Kopf. Nein, keine Wertung. Keine Wertung, ist seitlich am Kopf vorbeigestriffen. Es muss ja hier immer eine Mehrheit geben bei den 3 Punktrichtern. Und diesmal hat es eben nur einer gesehen. Keine Wertung. Mindestens 2 der 3 Punktrichter müssen also über diese Wertung entscheiden. Ende der ersten Runde. Check out. Ringfrei, Runde 2. Schöner Fußstoß, ein Crescent Kick direkt an den Kopf des Russen. Sehr schön ausgeführt und völlig überraschend für Michail Djokovic, der jetzt ziemlich in die Defensive gedrängt wird. Wieder ein Punkt für den Deutschen. Schöner Faustrückenschlag. Das ist eine Technik, da kommt es auf die Schnelligkeit an. Also in Schnelligkeit und Technik ist hier Oliver Drexler klar überlegen sein. Ein Punkt pro Kim. Sehr aggressiv und konzentriert Oliver Drexler. Ja, das war schön gekontert, aber das hat leider keiner gesehen. Das war ein schöner Sidekick zum Körper. Er darf natürlich jetzt nicht den Fehler machen, zu lässig zu werden. Er muss seine Konzentration aufrechterhalten. Der Russe hat jetzt doch einige Punkte nacheinander gemacht, aber da war er wieder. Ja, Drexler versucht halt jetzt nur noch auszukontern. Er weiß, dass er den Kampf vor allem in der Tasche hat. Ja, auch hier im Semikontakt kommt die Geheimwaffe von Ferdinand Mack.
In Einsatz. Fernand Mack ist eigentlich kein Semikontakt-Coach. Normalerweise ist es Ludger Rietze. Früher auch ein sehr erfahrener und erfolgreicher Leichtkontakt- und Semikontakt-Sportler, der aber anscheinend im Schnee stecken geblieben ist und heute leider nicht hier sein kann. Oh, ich glaube, Ferdinand macht das schon. Runde 3. Zumindest was die Motivation betrifft. Ja, das war ein sehr schöner gedrehter Kick an den Kopf des Russen. Das gibt 2 Punkte, wie jeder andere Kick. Wunderschön getroffen hat er ihn da. Also solche Techniken sieht man eigentlich sehr selten. Und hier, Oliver Zeig ist ja wirklich ein Meister dieser Fußball. Und wieder, das war ein rechter Fuß, genau an die Schläfe des Russen. Ein sogenannter Hookkick. Der Russe aber jetzt auch sehr, sehr offen, weil er eben unheimlich offensiv ist, weil er punkten muss. Und das bietet Oliver Drexler natürlich die Gelegenheit, jedes Mal den Russen kommen zu lassen und dann mit perfekten Fußtechniken die Punkte zu machen. Ja, die guten Fußtechniken hat Oliver Drexler auch teilweise von Bill Wallace gelernt, einem der ersten großen Kickbox-Sportler aus Amerika. Superfoot Wallace. Ja, genau der. Ein Mann, dessen Tritte mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern gemessen wurden. Ja, ob Oliver da ganz rankommt, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er von ihm sehr viel gelernt und sicher kann er dies auch mit Erfolg hier praktizieren. Bill Wallace war ja eigentlich der absolute Superstar des Kickboxens. Ja, das kann man sagen. Also ungeschlagen abgetreten als Weltmeister. Es gibt viele 28 Profikämpfe gemacht, keinen verloren. Es gibt viele Sportler, die Champions sind, aber er war ein herausragender Sportler, herausragende Persönlichkeit. Viele Filme gedreht, zwar dort nie den Durchbruch geschafft, aber der Inbegriff als Idol für Kickboxer schlechthin. Oliver macht oftmals auch, oh, das war wieder ein schöner rechter Fußstoß an den Kopf des Russen. Wieder ein Hookkick. Sozusagen der krönende Abschluss. Und da dürfte wohl kein Zweifel bestehen, dass Oliver Drexler diesen Kampf für sich entschieden hat. Und damit der erste Punkt für die deutsche Staffel. 3:1 nur noch. Und hoffentlich bleibt es dabei. Kämpfer bitte in die Mitte. Diese erste Kampfpause. Fighter, please come to the referee. Diese Begegnung im Semikontakt endete mit 23 zu 7 Punkten. Sieger Oliver Drexler.